So, einen wunderschönen guten Morgen, Mittag, Abend, Nacht, wann auch immer du dir dieses Video hier anschaust. Mein Name ist Junina und ich werde dir jetzt in den nächsten paar Minuten mal zeigen und erklären, wie genau du dir ein Demokonto erstellen kannst. Denn dadurch, dass du ja an der Probewoche teilnehmen wirst, ist uns natürlich auch sehr, sehr wichtig, dass du auch in der Lage dazu bist, Demo-Trades mitzusetzen. Ja? Ein Demokonto ist quasi einfach ein Trading-Konto, wo kein echtes Geld drauf ist, ja, damit du einfach wirklich das, was wir dir vorgeben, auch nachmachen kannst, damit du einfach auch am eigenen Leib zu spüren bekommst, dass Trading funktioniert und dass die Trades, deine Trades quasi, wie sie verlaufen und so weiter und so fort. Ja, dafür bin ich jetzt tatsächlich auch mit meinem Handy gerade nochmal in dieser Aufzeichnung drin und werde da einmal meinen Bildschirm teilen und du darfst gerne parallel dazu einfach genau die Steps nachmachen, die ich dir jetzt gleich einmal vorgebe, damit dein Demokonto ready ist für deine Probewoche. Ja, dafür darfst du einmal in deinen App Store oder Play Store, ja, egal ob du ein Android- oder iPhone-Besitzer bist, und darfst hier bei der Suche einfach einmal eingeben, C-Trader. Okay, die App, die du dafür brauchst, nennt sich C-Trader und das ist diese App hier mit diesem roten Logo. Keine Sorge, du musst für die App nichts zahlen, das kostet auch im Nachhinein keinen Cent und. Ja, das ist wirklich eine kostenlose App und eine kostenlose Demo-Version. So, diese App darfst du dir einmal runterladen. Das mache ich jetzt ganz kurz nochmal mit dir. Ich habe sie jetzt extra deinstalliert, um das dir nochmal zeigen zu können. Ja, das machen wir jetzt ganz kurz einmal gemeinsam. Und dann werde ich dir nämlich auch zeigen, was man da alles einstellen kann, wie du einen Demo-Trade genau setzt, wie du die gewissen Einstellungen dort einfügen kannst und wie du sogar ein paar Währungspaare nochmal hinzufügen kannst, damit du dann auch wirklich, ja, ich sag mal, ready dafür bist, um da mit zu traden. So, die App haben wir jetzt einmal runtergeladen und jetzt kannst du dich nämlich ranmachen an das Einrichten von deinem Demokonto. Dafür öffnest du einmal hier die App. Und dann, ne, egal ob du Mitteilungen sehen möchtest oder nicht, und dann registrierst du dich hier einmal ganz kurz. Wie gesagt, keine Sorge, das kostet nichts und so weiter und so fort. Du kannst das über deine Apple-ID machen, über Facebook, über Google oder du gibst einfach oben deine E-Mail-Adresse und ein Passwort ein. Das mache ich jetzt einmal ganz, ganz kurz. Eingegeben und jetzt klicke ich auf C-Trader-ID erstellen und jetzt lädt das Ganze einmal ganz kurz, kannst Passwort sichern, bestätigen und fortfahren und jetzt lädt das Ganze und es schaut einmal so aus. Jetzt kommen gleich noch ein paar Farben. Jetzt, perfekt, okay. Jetzt haben wir hier auf jeden Fall direkt so eine Liste, wo schon einige Währungspaare mit dran stehen, ja? Das Erste, was du jetzt einmal tun darfst, ist, du darfst dein Demokonto hochstocken auf 100.000 Demo-Euro. Ja, wie gesagt, keine Angst, ist kein echtes Geld. Ich erwähne das immer und immer wieder, bevor sich da irgendwer Sorgen macht. Dafür darfst du einmal oben links auf diese drei Striche gehen und du solltest von Grund an jetzt schon ein Demokonto mit 1.000 Euro drauf haben. Wir wollen das aber aufstocken auf 100.000 Euro, denn wir werden dir das Risikomanagement immer vorgeben und das werden wir immer einem 100.000 Euro Konto anpassen. Deswegen darfst du einmal auf Einzahlung, darfst hier eingeben 99.000, weil 1.000 schon drauf ist, zahlen wir sozusagen noch 99.000 Demo-Euro drauf. Jetzt gehst du auf Einzahlen. Du siehst, oben steht auch dran, Einzahlung war erfolgreich, und du siehst, oben steht auch dran, dass das ein Demokonto ist. Ja, und du siehst, ich muss auch keinerlei Bankdaten oder sonst irgendwas eingeben für eine echte Einzahlung. Ja, deswegen habe ich jetzt quasi hier einfach das Demokonto ready. So, wenn du jetzt unten links auf Trade klickst, bist du wieder hier auf dieser Startseite, wo du wirklich die ganzen Währungspaare sehen kannst. Hier gibt es so die Grundpaare. Ja, aber nicht alle Währungspaare. Das heißt, wenn dir in einem Call mal ein Währungspaar vorgegeben wird, was du hier auf dieser Startseite nicht finden kannst, dann ist das gar nicht schlimm. Dann gehst du nämlich nochmal auf diese drei Striche oben links und dort steht die Option Symbole finden und hinzufügen. Dort klickst du einmal drauf und dann gibt es hier zum Beispiel die Forex-Paare und wenn du hier jetzt beim Euro-USD noch ein Sternchen ran machst, ja, dann wird dir Euro-USD, jetzt gehe ich nochmal kurz zurück, in Zukunft auch hier, du siehst an dritter Stelle auf dieser Liste, auf dieser Startseite sozusagen angezeigt. So, wenn jetzt ein Trade angesagt wird und du den Trade mitsetzen möchtest, was ich dir auf jeden Fall empfehlen kann, dann suchst du dir hier einfach das Währungspaar raus. Nehmen wir mal an, es wird angesagt, dass du den Euro-US-Dollar, dass wir den jetzt traden werden. Dann klickst du beim Euro-US-Dollar nicht auf Verkaufen, auch nicht auf Kaufen, sondern nebendran auf dieses Diagramm, ja, auf den sogenannten Chart nennen wir das. Du klickst einfach einmal auf den Chart und dann öffnet sich hier nochmal so ein Fensterchen bei dir. Und unten rechts steht auch schon dran, neue Order. Ja, das heißt, ein neuer Trade, den wir platzieren wollen. Also klickst du auf neue Order
und kannst hier jetzt unterschiedliche Sachen einstellen, wie zum Beispiel die Lottzahl. Ja, das ist dein Risikomanagement. Die Lottzahl, die wird dir immer vorgegeben. Okay, bei dem Trade wird immer dazu gesagt, was für eine Lot-Size du benutzen sollst. Ja, so, nehmen wir mal an, Lot-Size 1. Okay, und dann kannst du nämlich auf das einstellen, auf dann. So, jetzt kannst du noch deinen Stop-Loss, das ist deine Verlustgrenze, und dein Take-Profit, deine Gewinngrenze, kannst du anmachen, ja, und dann kannst du hier die sogenannten Pips einstellen. Ja, wir berechnen Marktbewegungen nie in Euro, Cent oder sonst irgendwas, sondern dafür gibt es eine extra Maßeinheit, ja, und diese Maßeinheit nennt sich Pips und die wird dir auch immer pro Trade vorgegeben. Das heißt, wenn dir jetzt gesagt wird, Stop-Loss 20 Pips und Take-Profit 10 Pips, ja, dann gibst du einfach beim Stop-Loss, hast du die 20, das kannst du so lassen. Du kannst aber, indem du auf Minus oder Plus drückst, kannst du das immer einstellen. Und unten beim Take-Profit, wenn das jetzt zum Beispiel 10 Pips wären, klickst du einfach ein paar Mal auf das Minus, bis du bei 10 Pips angekommen bist. Und danach kannst du nur noch auf Order platzieren gehen. Ja, und der Trade ist dann gesetzt. Okay? So. Den Trade siehst du dann hier bei der Übersicht bei deinen offenen Positionen. Ja, und wenn du den Trade jetzt manuell schließen sollst, wenn jetzt angesagt wird, dass du den Trade manuell schließen sollst, dann klickst du einfach auf das X, ja, ganz rechts auf das kleine blaue X und dann ist der Trade manuell geschlossen. Wenn du den Trade auf Break-Even ziehen sollst, ich weiß nicht, ob das dich erwarten wird, aber das ist auch so ein Fachbegriff, aber das lernst du in der Probewoche. Wenn du den Trade auf Break-Even ziehen sollst, dann wird das dir auch angesagt, da kannst du länger auf den Trade quasi draufklicken, kannst oben auf Schützen drücken und dann kannst du nachträglich deinen Stop-Loss, also deine Verlustgrenze, sowie deinen Take-Profit, deine Gewinngrenze, kannst du im Nachhinein immer noch ändern. Genau. Und dann kannst du hier zum Beispiel den Stop-Loss verringern auf 15 Pips, sagen wir jetzt mal. Und dann kannst du Schutz ändern drücken und dann hast du das quasi nochmal geändert. Genau. Und wenn wir den Trade jetzt mal schließen, ich habe jetzt mal auf das X gedrückt, ja, gibt es hier, wenn du weitergehst, deinen sogenannten Verlauf. Und hier siehst du, was für Trades du schon gesetzt hast, wie diese Trades aufgegangen sind und so weiter und so fort. Und oben links beim iPhone und unten links beim Android siehst du dann auch deinen Gesamtkontostand, also den aktuellen Stand von deinem Demokonto sozusagen. Genau, das ist quasi, wie du ein Demokonto einrichtest, wie du ein Demokonto auch für dich nutzt. Ja, lad dir die App am besten direkt runter und stell schon mal alles im Voraus ein, damit du wirklich ready bist für die Probewoche und wenn Trades dann angesagt werden, dass du die Trades auch wirklich mitnehmen kannst. Genau, das war es soweit von mir. Ansonsten werden wir uns im Laufe der Probewoche auch nochmal sehen und bis dahin wünsche ich dir auf jeden Fall einen schönen Tag, Mittag, Abend, Nacht, was auch immer. Ja, wir sehen uns und mach's gut.